Hi Leute. Ja, ganz ungewöhnlich auf Montag ein Video. Ja, aber was soll ich sagen? Irgendwie hat's doch mal wieder geklappt oder wie fast. Also nee, letztes Jahr war es halt auch so. Wir haben ein Spiel geschickt bekommen, direkt vor der Messe Essen. Und da haben wir natürlich gesagt, ey, das machen wir mit euch zusammen auf. Und es war, nee, ich sag's noch nicht, weil dann wisst ihr schon, was ich jetzt in der Hand habe. Also, ich habe hier das tolle Paket, ich zeige euch, was es ist und dann machen wir zusammen auf und das ist dann unser Unboxing vor der Spielemesse Essen 2019, was jedes Jahr irgendwie gefühlt auftaucht. Ja, es ist ein Kickstarter gewesen und die Rede ist von Paladine. Ihr seht, es spiegelt total. Warum? Weil es noch in der Folie ist. Ich habe also nicht die Folie abgemacht, das machen wir zusammen. Paladine des Westfrankenreichs, ein eigenständiges Spiel. Also ihr müsst nicht Architekten des Westfrankenreichs haben, um Paladin des Westfrankenreichs zu spielen. Aber ist natürlich trotzdem cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen auf den Tisch. Ich öffne, ich zeige euch alles und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es unten rein. So, mit Sonne auf dem Tisch. Paladine des Westfrankenreichs. Ich habe schon umgedreht, ihr seht, es spiegelt immer noch. Ja, und jetzt öffnen wir es. Wer sich jetzt wundert, was das hier ist, das sind die Promokarten, die wir dazu bekommen haben. Aber dazu später, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Das ganze Spiel ist für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren und dauert 90 bis 120 Minuten. Wer jetzt sagt, oh, das muss ein Leichtgewicht sein, nein, definitiv, es kommt vom Schwerkraftverlag und ist ein Schwergewicht. Nicht nur von der Packung, die ist wirklich echt schon schwer, sondern halt auch von der Spielzeit. Das wird mit Sicherheit ein echt heftiges Spiel. Jetzt gucken wir aber mal rein. Wir haben hier die Regeln. Die kommen in einem wirklich tollen Zustand, wie immer. Das ist man auch gewohnt vom Schwerkraftverlag und von diesen Spielen, die sich ja an sich immer von der Thematik so ein bisschen ähneln, aber echt anders sind. Und da freuen wir uns natürlich total drauf. Man hat wieder schöne Beispiele, man hat einen ganzen Plan. Oh, das mache ich mal schnell weg, sonst seht ihr ja schon, worum es geht. Und hier nochmal eine Auflistung. Also ich finde es wieder wirklich schön, schönes Artwork, freut mich total. Und jetzt seht ihr schon, boah, was ist das denn? Karten, einen ganzen Haufen Karten. Da gucken wir gleich rein. Und hier wieder einen kompletten Beutel mit Holzmarkern. Also ganz ehrlich, ich liebe das vom Schwerkraft Verlag, weil das ist wirklich richtig toll. Ja, wenig bis gar kein Plastik, sondern echt Holz. Ich kann immer nur wieder sagen, sehr gut. So, dann haben wir hier unsere Spielpläne, glaube ich. Oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Kickstarter ist schon so lange her. Aber irgendwie hier, irgendwie kann man das hier anlegen. Das ist vielleicht die Mitte. Müssen wir mal schauen. Also sieht auf jeden Fall wieder schön aus. Ich habe nur keine Ahnung, was die ganzen Zeichen sind. Aber die ähneln sich auch wieder von den anderen Spielen. Also wer Räuber der Nordsee gespielt hat, der kann hier wahrscheinlich auch ein bisschen was sehen. Da sieht man die Münzen, Karten, die man dazu nehmen kann, Miepel und so weiter. Also mit Sicherheit jetzt gar nichts Neues. Und dann haben wir hier einmal, ja, Säckchen, das kennen wir auch. Ne? Das ist auch jetzt nichts Neues. Dann haben wir hier so eine Banderole irgendwie da drin. Und dann wieder Münzen. Ja, dann nehmen wir unsere Metallmünzen natürlich. Und dann haben wir hier, ups, jetzt muss ich mal ein bisschen drehen. Boah, eieiei. Das sind unsere Spielpläne, habe ich den Eindruck. Boah, das ist aber schon, also auf der Packung hinten, finde ich, sieht das richtig mini aus. Hier nicht. Guckt euch mal hier an, hier kann man wahrscheinlich Karten anlegen oder so. Und hier oben auch eine ganze Leiste. Und dann guckt euch das mal an hier. Also da muss man schon wirklich durchblicken, was es alles tut. Also hier haben wir wieder unsere Siegpunktleisten, so wie es aussieht. Also hier sind wieder Siegpunkte ein. Die sind bei Räuber der Nordsee und so weiter auch bei Architekten alle das Gleiche. Da hat man auch wieder Siegpunkte. Hier hat man auch die Säckchen und so weiter. Und hier auch nochmal eine normale Ahnung. Ich habe es ja mit euch zusammen gemacht. Ich finde schon wieder das Artwork total toll. Die ganzen kleinen Männchen hier drauf. Und ja, gucken wir uns die Rückseite an, ob da noch was drauf ist. Aber auch, ja, na klar, hier hat sich ein bisschen was geändert. Wahrscheinlich ist die eine Seite wieder für die Profis und die andere Seite für die Anfänger. Hier haben wir dann insgesamt 2, 3, 4 Boards. Das ist schon ordentlich.
Und wie gesagt, sie sind so groß wie die gesamte Packung. Also hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Weil wenn man hier so raufguckt, dann finde ich, sieht es echt nicht so groß aus irgendwie. Und hier diese Leiste, die hatten wir vorhin schon gesehen. Das ist ja diese mittlere. Die wird dann halt wahrscheinlich dann aneinandergereiht oder so. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Dann zu den Karten. Ist natürlich jetzt, wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, ich will mir die Karten alleine angucken, dann müsst ihr jetzt natürlich ein bisschen vorspulen. Gucken mal, dass wir das hier ordentlich aufkriegen. Also ich liebe das Artwork. Ich kann mich da auch nicht satt sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es richtig, richtig schön. Das ist jemand, der wirklich auch cool illustrieren kann und von mir aus können dann auch die nächsten 100 Spiele so kommen. Wir gucken nur kurz durch. Wir werden jetzt nicht jede Karte hier besprechen oder durchgucken, aber so, dass ihr ein bisschen so einen Eindruck bekommt, wie die aussehen. Also sie sehen echt schon wirklich cool aus. Boah, Söldnerin. Ja, super mit der Maske. So, gehen wir ein bisschen in die gelbe Fraktion. Hier auch nochmal. Dann die blaue. Also das scheint so unterteilt zu sein in den einzelnen Fraktionen, also zumindest sieht man das jetzt hier so. Und dann hat man hier die einzelnen, ja, Paladine, die man, keine Ahnung, vielleicht alle bekommt. Ich weiß es nicht. Hier die Rückseite. Scheint auf jeden Fall so. So, dann zum nächsten. Bin ich gespannt, wann wir das erste Mal das Spiel überhaupt spielen, wenn wir jetzt zur Spielemesse Essen fahren. Und da auch noch ein bisschen was mitnehmen. So, gucken, was hier drin ist. Da gibt es immer so die tollen Sachen, die man öffnen kann, aber irgendwie geht's gar nicht. Das ist mal ein bisschen doof. Also zumindest kriege ich es nicht hin. So, auch wieder richtig coole Typen dabei. Boah, schick. So, und, tja, irgendwelche Mönche, die wir vielleicht beschützen müssen. Eine Verschwörerin, Schuldeneintreiber. Ach, sehr cool. Genau. Wir gucken uns die Rückseite wieder an. Also hier ist wieder grüne Rückseite, wo alles drauf ist. Und einmal die rote. Davon haben wir, wie gesagt, zwei ganze Päcken. Dann kommen wir zu den kleineren Karten. Ich habe wirklich immer das Problem, wenn wir einen Kickstarter backen, dann gucke ich mir das alles an und finde es auch total interessant und cool. Und ja, dann ist es irgendwie aus dem Kopf raus, weil wir so viele andere Sachen machen. Und wenn es dann hier ankommt, dann denke ich immer so, ey, hä? Ich weiß überhaupt gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich habe es gebackt, weil es so cool ist. Ja, hier haben wir auch immer wieder die gleichen Karten. Aber hier unten sieht man. Nix. Aha, guck, also hier auf der Rückseite sieht man irgendwelche Meeple-Farben, wodurch man die vielleicht nutzen kann. Hier Siegpunkte oder so oder Rüstung. Ja, sowas würde ich sagen. Jo, dann haben wir hier auch, gucken wir uns die Karten an. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich die Ahnung, was die hier machen. Ach, da. Da sieht man eine Münze in der Mitte. Hier sind zwei Münzen. Aber auch sehr schick. Dann die nächsten Karten sind bis hier. Die finde ich auch wirklich hübsch. Auftrag des Königs. Gunst des Königs. Ja, oh, richtig, richtig schick. So, dann haben wir hier vielleicht die. Irgendwelche Briefe. Ach so, die sind dann auch farblich markiert, grün und rot. Also sind nochmal zwei verschiedene Arten von Briefen hier. Und da sieht man auch wieder Meeple-Farben und dementsprechend irgendwelche Sachen, die man machen kann oder bekommt. Wenn man hier wahrscheinlich einen Mehlsack abgibt, dann kann man entweder das oder das machen. Ja, also wirklich viele verschiedene Karten und Aktionsmöglichkeiten wahrscheinlich. Also es ist mal so ein richtiger Brecher, denke ich. Hier sieht man auch wieder, das kennt man eigentlich auch. Man hat wieder, war bei
Architekten des Westfrankenreichs nämlich auch. Da hatte man auch so eine Briefe. Und die kann man halt nun bekommen. Dafür bekommt man dann wahrscheinlich hier irgendwie keine Siegpunkte oder werden gebrochen, die Siegpunkte. Ich weiß es nicht genau. Und hier, wenn man es dann wieder los wird, dann bekommt man die wieder. Dann wird der Schuldschein zerrissen und dann kann man wieder weiterspielen. Ja, so kommen wir dann zu unseren Promokarten. Die werde ich aber jetzt nicht reinmischen, sondern euch nur kurz zeigen. Also das sind Promokarten, die man sonst kaufen müsste. Wir haben die halt jetzt kostenlos dazu bekommen, weil wir bei dem Kickstarter mitgemacht haben. Das sind immer vier Karten. Ich habe mir die, also das scheint so, dass es halt wirklich immer in einem Deck sind, weil hier ist rot, grün, braun und so weiter. Also das sind immer Karten für die jeweilige Fraktion oder die jeweiligen Spieler. Und hier auch nochmal vier. Ja, also sehr, sehr cool. Und dann hat man hier, was ich richtig cool finde, Promo-Paladin-Varianten. Und zwar nicht nur diese zwei Varianten, sondern vier insgesamt. Oder nee, drei. Genau, drei Varianten. Aber damit kann man halt jetzt mal gucken, wie man die Karten dort in das, also ins Kartensystem reinbekommt oder was man dann machen muss. Also sehr cool. Da hat man sich wieder einfallen lassen, warum man die überhaupt braucht, die Promokarten. Ich finde schon das Artwork wieder cool. Hier kommt der Junge von Räuber der Nordsee. Der war auf jeden Fall dabei. Finde ich echt cool, dass da immer wieder so Sachen genommen werden, auch von anderen Spielsystemen. Aus der gleichen Feder. Ja. Puh, das war's. Ich glaube, das Holz brauche ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Ne? Weil das sieht man eigentlich. Also, das sind wirklich Holzhäuser, Miepel. Ja. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch, ein Abo wäre cool und schreibt was in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas Besonderes haben wollt. Ich muss erst erstmal Regeln lesen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.